Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite. So, 10 Tage geht der Season Pass noch. Schade. Es gibt neue Tagesaufgaben. Hier haben wir alles voll. Wir kriegen ein Bild. Toll. Füge Gegner mit schallgedämpfter Waffe Schaden zu. Das versuchen wir jetzt in einer Runde Solo. Yippie. Heute mal wieder ganz alleine. Ich muss mir mal ein paar Leute dazu holen, mit denen ich zusammen aufnehme. Wie zum Beispiel den Melvin, die Sarah, den Tyrox, wenn er mal wieder Lust hat zum Zocken. Oder aber einfach mal mit meinem Sohn, der ja besser ist als ich, wie man in seinen Videos sieht. Bei ihm kommen demnächst auch wieder Videos. Wir müssen nur die Zeit finden, dass er aufnimmt. In letzter Zeit ist er aber, wie soll ich sagen, sehr arrogant, hochnäsig, provokant, hat eine große Klappe zu mir und was soll ich sagen, es kommt ihm zum Nachteil. Je provokanter zu mir ist, je größer seine Klappe und seine Ausdrücke zu mir sind, umso weniger darf er Fortnite spielen, weil der Werte herrscht schon richtig Fortnite-süchtig. Der will am liebsten frühs aufstehen und Fortnite spielen, bis er abends ins Bett geht, ohne zwischendrin mal auf Klo zu gehen, was zu essen oder sonst irgendwas, nur Fortnite. Deswegen muss ich das ein bisschen zügeln bei ihm, weil er ja eine richtig große Schnauze bekommen hat mir gegenüber. Und das wird sich aber noch ändern, denn ich lasse mir das nicht mehr gefallen von ihm. Er ist 10 Jahre alt, er ist mein Sohn. Ich bin sein Vater, ich bin nicht einer seiner Kumpels aus der Schule oder sonst irgendwas und ja. So, 500 Schaden mit einer schallgedämpften Waffe, das könnte man mit einer schallgedämpften Sniper machen. Mit einer schallgedämpften SCAR oder MP. Wir kriegen das irgendwie schon hin. Mal schauen. Wusch, ach, die meisten sind schon wieder raus. Hehehe, wir fliegen wieder bis zum Ende. Und raus. Aber bei Fatal Fields will ich nicht gerade landen. Lucky Landing oder da hinten? Wir fliegen dahin. Nein, da fliegt schon einer hin. Und da ist ein Automat. Der standardgemäß eigentlich in der zweiten Runde bei mir hier. Hehe, wir sind alleine. Ich nehme die hier. Ihr wisst ja, Ike und seine Sniperwaffen. Das muss sein. Hier, Baumaterial. Eine schallgedämpfte wäre jetzt von Vorteil. Gib mir die Munition. Oh, wir sind sogar in der Zone drin. Läuft. Das ist sogar sehr schön. Ich muss aufhören, so viel zu quatschen beim Zocken. Sonst. Ja, geht das nach hinten los. Komm schon, Ike. Was machst du hier? Ah! Gegner! Gegner! Wo? G?
Gegner! Uah! Du Bastard! Mann! Ich hab den gar nicht gesehen! Wie der da in der Ecke pimmelt, der Camper! So ein Arsch! Boah, erstmal einen Schluck Kaffee drauf, ey. Das kann hier sein. Okay, jetzt Sniper campt man auch, aber. Boah, dieser. Brr, ich könnte gleich noch eine Runde starten hier. Geht nicht anders. Ach, Mann, Mann, Mann. Ja, ich habe mir im Übrigen mal auf YouTube erklären lassen, wie das geht mit dem ganzen schnell bauen und Waffe zücken und schießen und so gut sein. Es liegt alles auf verschiedenen Tasten. Auf Q, auf E sind die schrägen, die geraden. Waffe wechselt ist halt ganz normal Mausrad. Die Wand ist auf, weiß ich nicht, Y. Die Spitze auf X und. Das ist mir zu kompliziert, muss ich sagen. Bitte schön, ein Depp für dich. Und einmal das. Haha. So, einmal kurz ausgetrötet. Oh, ihr seid nur zu laut, verschwindet. Ja. Das ist mir persönlich zu kompliziert. Ich komme damit auf jeden Fall nicht klar. Deswegen spiele ich einfach ganz normal weiter. So wie ich es gewohnt bin. Und man sagt ja, wenn man sich an eine Sache gewöhnt hat und dann an was Neues gewöhnen soll, geht es eh nach hinten los. Deswegen bleibe ich dabei, so wie ich jetzt bin. Und raus aus dem Bus. Yippie! Wo fliege ich jetzt überhaupt hin? Scheiße, wo fliege ich hin? Da werden bestimmt welche landen. Egal. Ich kann die Aufgabe ja noch in einer Runde Gruppenkeile machen, wenn ich Lust habe. Da kriegt man ja die meisten XP, wenn man danach geht. Und hier landet keiner. Man staune, man staune. Sonst ist das eigentlich auch ein begehrter Ort, wo viele landen. Schnell mal ein bisschen Holz mitnehmen hier. Das sowieso. Hehehe. Trank, 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 trank. Nehmt es mir bitte nicht übel, wenn ich so ein auf kindisch mache, aber Fortnite ist für mich zwar ein schönes Ballerspiel, was ich auch gerne, wenn man vom Teufel spricht, eine Schallgedämpfte, was man auch in vielerlei Hinsicht ernst nehmen könnte. Ja, wie soll ich das jetzt so sagen? Wenn ich ausraste, weil ich sterbe. Ja klar, es ist scheiße, wenn man stirbt. Aber ich nehme es trotzdem irgendwo zum Teils mit Humor. Vor allem allgemein das ganze Spiel. Man sollte sich nie irgendwas zu Herzen nehmen. Denn das geht dann meist sowieso nur nach hinten los. Und ja, deswegen immer so ein bisschen Spaß mit dabei haben. Ist nichts Schlimmes. Ganz im Gegenteil. Na, oh, gut, es ist ja nur ein Spiel und es soll Spaß machen. Hehe. Nee, die brauche ich nicht, habe ich schon. Aber hier, wartet mal, kann ich das noch zu mir nehmen? Ja. Nee, das war bloß so eine komische Falle. Die Tür hier ist noch zu. Sehr schön. Gönnen wir uns.
Ja, eine Falle brauche ich nicht unbedingt. Ja. Nee, ich bleib bei der Sniper. Ohne Sniper fühle ich mich unwohl. Jeder, der mich auch kennt und mit mir schon ein paar Runden gespielt hat, vor allem Spielwiese, der weiß, ich sniper sehr, sehr gerne. Deswegen wäre jetzt eigentlich eine blaue Sniper oder eine richtig Sniper richtig gut von Vorteil für mich. So. Ja, aber das Glück ist mir nicht hold. Schön und gut für die Bumerang-Dinger da, die Batarangs, aber das ist auch nicht so wirklich meins. Leute, ich hab doch gerade ihn gehört, oder? Egal. Ich hab hier eine Kackfliege, die nervt mich gerade. Munition immer wichtig, immer dabei haben. Da war auch noch keiner, da gehen wir jetzt hin. Wir machen diesen da. Lila Automat. Gib mir die Sniper, gib mir die Sniper. Der Eik ist glücklich. Das Softpack brauche ich jetzt nicht. Hier gibt's nichts mehr. Was war das? Ach nee, die wollen wir nicht haben. So. Hier drinnen gibt's auf jeden Fall Munitionskisten. Ein bis zwei Stück immer. Einmal da ist manchmal eine, aber läuft. Lol, dieses Mal ist gar keine. Schade. Das Spiel mobbt mich. Gleich mal eine Beschwerde schreiben. Wo bin ich überhaupt? Dorte. Ich bin hier ganz schön offen, renne ich hier rum, kriege ich gerade mit. Egal. Was? Da ist doch noch Munition. Braucht man nicht unbedingt. Schallgedämpfter habe ich. Ich habe sehr wenig Munition für die, kriege ich gerade mit. Brauchen wir doch die Munition hier oben. Ah, wow, für eine Shotgun. Ach, schau mal an, da werden sich gerade alle bei Schiff die Chef treffen. Ah.
Ja, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Keine Kiste hier. Da kam so ein Roboter runter. Die Folge wird heute auf jeden Fall etwas länger gehen als sonst. Ist da oben eine Kiste drauf? Ne. Ne, ey, hier kommt, die bleibt bitte schön bei mir. So, 220 Schuss. Ich denke mal, das ist ausreichend. Hier werden auch gleich die ersten Gegner kommen. So wie ich das Glück habe. Ich hörte auf jeden Fall welche schießen. Irgendwo da hinten. ja. Wo ist denn jetzt geschossen worden? Okay. Hier war schon jemand. Sechse gegen Zähne. Hört sich besser an. Einmal ordentlich durchs Tor. Hier wollte ich sowieso noch was nachgucken. Denn hier gab es ja einen Battlestern. Ob ich den schon habe? Ja, habe ich schon. So, jetzt kommt's drauf an. Wo sind die Gegner? Da hinten ist einer! Bleib stehen, Arsch! Lass dich töten von mir! Was macht der? Der ist ja dumm! Schade! Hätte fast geklappt. Okay, da ist noch irgendwo einer, wo geschossen wird. Was machen die da? Sind die dumm? Ach, der hat sich so weit hochgebaut. Ah. Es leben noch 14. Ich glaube, die Aufgabe, die schaffe ich heute nicht. Das wäre ja fast was geworden hier. Zeig dich mir, Junge. Komm, du kannst ruhig rauskommen, ich schieß dich schon nicht ab. Was machst du da drinne? Spielst du da an dir rum? Was macht der da? Ergötzt er sich an seinem Nutskin oder wie? Ah,
Ah, mein Daumen fängt an zu schwitzen, ne? Was macht der da? Da ist irgendwo drauf geschossen worden gerade. Entweder sterbe ich gleich oder keiner. Da oben irgendwo muss einer hocken. Das habe ich gesehen. Gar nie mitbekommen, scheiße! Lecco mio! Scheiße, Alter! Egal. Scheiß drauf. Ich frage mich immer noch, was der in seiner Hütte gemacht hat. Falls du das Video siehst, sag mir das bitte. Hast du an dir rumgespielt oder hast du abgewartet, du fauler Sack? Oder du feiger Sack? Ja, das war's. 0 Kills. Yippie. Bis zum nächsten Mal.